Hallo und herzlich willkommen zur fünften Rauhnacht hier bei Tarotzeit. Mein Name ist Heidi. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, um mit mir hier durch die Rauhnächte zu gehen. Ja, die fünfte Rauhnacht steht für den Monat Mai. Und das Thema heute heißt Freundschaft. Wahrscheinlich fällt dir sofort deine beste Freundin, dein bester Freund ein oder auch mehrere, dein Freundeskreis, Menschen, die deine Freunde sind oder dessen Freundin, Freund du bist. Mir geht es aber gar nicht so sehr um die anderen Menschen da draußen, sondern um die Freundschaft mit uns selbst. Bin ich denn mein bester Freund? Und wie oft kommt es vor, also zumindest in meinem Leben, dass ich mich schon verraten habe, weil ich gedacht habe, naja, das erwartet der andere jetzt oder ich möchte jetzt keinen Streit, ich möchte Harmonie haben und habe so die Freundschaft mit mir mit Füßen getreten. Also, heute natürlich wie jeder Tag dein Tagebuch, deine Träume aufschreiben, aber heute nochmal dein Tagebuch vielleicht nehmen und mal drüber schreiben, Freundschaft mit mir, was bedeutet das? Bin ich dann da, wenn ich traurig bin? Tröste ich mich selbst? Bin ich da und verstehe mich, wenn ich wütend werde? Stehe ich mir zur Seite? Erlaube ich, mir zuzuhören? Erlaube ich, meine Wünsche zu hören und vielleicht sogar umzusetzen? Nehme ich mich wahr? Ja, auch, was ist ein guter Freund, eine gute Freundin? Generell, was ist das eigentlich? Ja, zuhören, trösten, unterstützen. Ja. Aber auch natürlich auch, hast du denn all das, was du gut gemacht hast, mit dir selbst gefeiert? Hast du deine Siege, Erfolge anerkannt? Ja, wo hast du dir noch nicht vergeben? Wir alle machen Fehler. Es ist auch nicht schön, perfekt zu sein. Also natürlich wünscht sich das jeder, aber das macht uns ja aus, dass wir eben nicht perfekt sind. Also, und wenn wir einen Fehler gemacht haben, egal welchen, in welcher Form, haben wir uns dafür vergeben? Hast du dir vergeben? Kannst du das loslassen? Kannst du dir jetzt vergeben? Solltest du denn noch nicht vergeben haben? Ja, wo haben wir uns verraten? Nicht vertraut, nicht auf die innere Stimme gehört, was auch immer. Ja. Und kann ich das alles jetzt einfach bereinigen? Kann ich all das, was nicht gut gelaufen ist, einfach gehen lassen? Und alles, was gut gelaufen ist, ja, schön mit rosa oder rot oder knallgelb unterstreichen in meinem Tagebuch und jetzt nochmal mich dafür feiern. Sei dein bester Freund. Ja, und natürlich, hatte ich vorhin schon gesagt, Träume aufschreiben, ne? Oder Begegnungen wie jeden Tag. Und jetzt, natürlich nicht zuletzt, bevor die Orakelkarten für den Monat Mai kommen, Tarotkarten für den Monat Mai kommen, geht es natürlich nochmal um den Herzenswunsch. Also auch heute, schließ die Augen. Nimm deine Schale oder dein Beutelchen, was auch immer, wo deine Wünsche drin sind und greife blind, lass dich führen nach einem weiteren Zettel aus deiner Box, ungeöffnet. Zünde ihn an, verbrenne ihn, übergib ihn dem Feuer, damit das Universum deinen Herzenswunsch jetzt hört und dafür sorgen kann, dass er umgesetzt wird. Ja, oh wow. Ich wünsche dir für die fünfte Rauhnacht alles, alles Liebe. Sei gut zu dir. Ja, sei gut zu dir. Sei dein bester Freund. Und natürlich auch für den Monat Mai wünsche ich dir das Allerbeste. Ja, möge auch dieser Monat voller Freude und Freundschaften sein. Ich danke dir für dein Hiersein. Bis zur nächsten Rauhnacht. Namaste. Herzlich willkommen zur Legung für die fünfte Rauhnacht. Die fünfte Rauhnacht steht für den Monat Mai. Und ja, im Intro hatte ich schon die Dinge erklärt. Das Thema ist Freundschaft.
Und wichtig finde ich, auf der einen Seite zu schauen, welche Menschen um mich herum sind meine wahren Freunde. Was verstehe ich unter Freundschaft? Welche Werte habe ich in Freundschaften? Sind die erfüllt oder nicht? Natürlich. Aber viel wichtiger finde ich auch zu sehen, bin ich dann mein bester Freund? Ja. Und auch hier geht es darum, egal in welchen Momenten im Leben, in den Auf und Abs, in den schwierigen, dunklen, traurigen, verletzenden, angstvollen Zeiten, genauso wie in den erfolgreichen Höhen, freudig, leicht und enthusiastisch, bist du immer an deiner Seite als guter Freund? Ja, das ist das Thema und wir schauen jetzt, was bringt uns der Monat Mai. Vorab ziehe ich eine Karte aus den großen Arkana, die darf uns nochmal das Thema gleich mal noch zeigen, was ich im Monat Mai so als, ja, als wie so Energiesegen für uns nochmal zeigt oder mit welchen Themen uns da vielleicht mehr beschäftigen werden. Ja, welches Thema wird im Monat Mai für uns hier im Raum stehen? Was zeigt sich hier in den großen Arkana, in diesen Schicksalskarten? Aber Karma, auch hier erneut hatten wir schon mal. Und hier ist nochmal wichtig, dass wir verstehen, dass das, was wir tun, wir quasi einer Konsequenz unterzogen sind. Karma bezieht sich nicht darauf, dass irgendwas in irgendeinem Leben davor, wer auch immer daran glaubt, passiert ist und wir jetzt hier das ausbaden müssen quasi. Karma bezieht sich eher für mich und ich würde das auch gerne so als für diese Karte hier so behalten, dass das, was wir tun, dass wir für die Folgen die volle Verantwortung übernehmen. Und noch wichtiger, dass wir bewusst sind, welchen Stein werfe ich hier ins Wasser und dann sehe ich, wie sich die Ringe bilden, ne? Also die Wellen schlagen. Für das, was ich tue, trage ich die volle Verantwortung und ich bin mir hier oder ich werde mir bewusst, welche Steine werfe ich. Ja. Was für Wellen schlage ich? Ja, und wir schauen und fragen, was für, das zeigt sich im Monat Mai. Was zeigt sich im Monat Mai mit diesem Thema, mit diesen Augenblicken? Ja, lass uns mal schauen, was sich hier zeigt. Hoppla. Was zeigt sich im Monat Mai? Prima. Was sind die Herausforderungen im Monat Mai? Ja, was sind die Herausforderungen, die vielleicht die Themen, die Hindernisse, Herausforderungen im Monat Mai, vielleicht mit dem Thema Freundschaften? Sind die Herausforderungen im Monat Mai. Sehr gut. Und was ist die Lernaufgabe? Ja, was darf ich hier lernen im Monat Mai? Die Lernaufgabe. Für den Monat Mai für uns. Prima. Sehr gut. Okay. Dann schauen wir mal rein. Was zeigt sich im Monat Mai? Ah, wir beginnen mit dem Rat des Schicksals. Hatten wir doch auch schon. Die Acht der Stäbe. Sehr gut. Die Königin der Schwerter und der Herrscher. Interessant, ne? Aber es ist nicht unüblich, dass Karten immer und immer wieder zeitnah auftreten, weil natürlich nicht alles plötzlich anders ist, nur weil eine Woche vergangen ist oder ein Tag oder ein Monat, sondern oft sind das Prozesse, ne? Und wenn wir dann so durchgehen, dann zeigen die sich immer wieder, die Themen wiederholen sich immer wieder erstmal,
für einen bestimmten Zeitraum. Und dann werden andere Themen stärker im Vordergrund stehen. Ja, der Monat Mai, sehr schön, kraftvoll. Auch hier würde ich sagen, Rat des Schicksals als erstes mit dem Thema Freundschaft. Ich glaube tatsächlich, dass du hier ganz gut dastehst, dass du hier sehr klar bist. Vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen Menschen um dich herum, der quasi raus aussortiert werden muss mit dem schwarzen Feder oder Stab, den du rausziehst. Da bist du aber sehr schön, würde ich sagen, geführt. Es ist ja eine sehr runde Sache in Sachen Themen, was sich hier zeigt im Monat Mai. Ja, vielleicht tatsächlich na, mit dem übergeordneten Thema, mit dem Freundschaften, in Freundschaft sein. Da, dass du tatsächlich da nochmal jemand rauspickst. Aber ansonsten ist eine runde Sache. Ihr seid da, du bist da gut wie sagt man, umhüllt, hast da gute Kräfte um dich herum und das finde ich schön. Da hast du auch, glaube ich, viel dafür getan, damit die Menschen um dich herum sich stimmig anfühlen. Ja, wenn das eben nicht so ist, dann wäre das jetzt ja, das umzudrehen. Na, vielleicht ist da nur ein Mensch, der gut ist und dann müsstest du eben die anderen aussortieren. Aber ich habe wirklich das Gefühl, zumindest für die meisten von euch, da draußen im Feld, dass ihr das wirklich großartig macht. Also der Monat Mai fängt großartig an. Ich habe auch das Gefühl, dass du dich wirklich rein entspannst, noch mehr in den Fluss des Lebens, dass du Vertrauen hast in den Fluss des Lebens und du vielleicht auch nochmal dir Zeit nimmst, über etwas nachzudenken in Bezug auf Karma oder auch loslässt und das geht voran. Es bewegt sich vorwärts, dein Leben, deine Entscheidungen, die Dinge, es geht voran. Vielleicht gerade durch den letzten Monat, wo du vielleicht Dinge wirklich aufgebröckelt hast und neu etwas getan hast, da geht's voran, es fließt. Und auch mit den 8 der Stäben, da kommt Tempo rein. Jetzt kommt noch mehr Tempo rein, noch mehr Freude. Ich würde sagen, noch mehr nach vorne gehen. Wir hatten ja im letzten Monat den Stern. Hier sind jetzt auch die Sterne zu sehen, das ist auch außergewöhnlich auf der Karte, dass man hier die Sterne sieht. Das bedeutet für mich auch nochmal, ja, diese Vision, die du hattest im Stern, mit der Karte Stern, dass du die nochmal gibst und da ist nochmal mehr Schwung reingekommen. Und es geht voran. Also es läuft, es geht voran, es ist Begeisterung da, es ist Freude da, es ist ein Vorwärtsgehen da, es ist eine Dynamik da, etwas, dass etwas nach vorne geht. Und dann sehr interessant haben wir als nächstes hier die Königin der Schwerter. Und ich glaube tatsächlich, dass du es schaffst, dich zu befreien, dich unabhängig zu machen und auch für dich einzustehen, dein Schwert für dich zu heben, die Klarheit zu schaffen, die nötig ist, gerade wenn du in deine neue Vision reingehst oder in den Monat Mai reingehst. Dass da nochmal Klarheit, vielleicht musst du was aufklären, vielleicht musst du für Klarheit sorgen, vielleicht musst du auch nochmal ehrlich sein, etwas aussprechen, eine Wahrheit aussprechen, die in dir vielleicht im Herzen rumort. Mit der Kette hier habe ich ganz klar das Gefühl, ne, das hat wirklich was zu tun, was dich sehr stark bewegt. Also auch hier könnte auch sein, dass die Dinge eben so passieren und das jetzt so aufbricht und nach vorne geht. Dass hier auch nochmal wichtig ist, zu verstehen, welche Rolle du einnimmst in deinem Leben. Und hier ganz die Königin der Schwerter, ich finde die so kraftvoll, weil die hat, das ist die Independence pur, die Unabhängigkeit pur. Diese Kraft, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist, der zuschaut, diese Kraft in dir als Mensch hat eine souveräne Art und Weise, Dinge zu kommunizieren, Klarheit zu haben, Entscheidungen zu treffen und völlig unabhängig, also nicht mehr in diesen alten Verstrickungen drin zu kleben, sondern diese neue Kraft einfach zu leben und zu spüren. Und das zeigt sich, du zeigst es, es zeigt sich im Monat Mai. Und auch hier nochmal am Ende haben wir den Herrscher. Könnte sein, ja, wenn du jetzt tatsächlich deine Vision noch mehr und mehr lebst und da kommt Kraft rein, ja, auch hier sollte es beruflich sein, ne? Sei klar, sprich aus, was du haben willst.
mach die Verträge oder die Bedingungen klar. Und sie hat hier, auch hier sehe ich es nochmal ganz deutlich, wenn du einen Vertrag aufsetzt, unterschreibst, Arbeitsvertrag oder auch jegliche andere Vereinbarungen, sei klar, schau, dass du da auch deine Unabhängigkeit bewahrst, steh für dich ein, schau, dass deine Grenzen gewahrt sind, dass du nichts unterschreibst, was dir definitiv zu viel ist oder unangenehm oder nicht richtig erscheint. Im Privaten auch hier deine Vision zu leben, vielleicht willst du dich mit dem Menschen verbinden, die nächste Stufe der Partnerschaft eingehen, vielleicht eine tiefere Verbindung, vielleicht aber auch eine Freundschaft lieber als die Beziehung, was auch immer, kommuniziere es klar und setz auch hier im Kontakt die Regeln fest, die Spielregeln. Wir alle müssen unterliegen gewissen Spielregeln, gewissen Formen, welche Rolle jeder einnimmt, was uns noch als gut und richtig erscheint, wo fühlen wir uns auch sicher oder wo fühlen wir uns eben überrollt, übermannt oder übervorteilt. Kommuniziere das klar, du hast es, die Königin der Schwerter auf dem Tisch, du kannst es aussprechen und die ist klar, aber nicht herzlos. Ja, die ist nicht irgendwo in einem Anteil verletzt oder nicht in der Mitte, aus der Mitte heraus. Ja, die ist aus der Mitte heraus, hat die eine unglaubliche Kraft und Klarheit und kann somit auch Dinge, die sie vielleicht überwuchern, völlig klar kommunizieren. Also schau, dass du da deinen Mann stehst, sozusagen. Also dieses Sprichwort, ne? Seinen Mann stehen oder für sich einstehen. Das wäre hier nochmal ein wichtiger Punkt, der hier sich zeigt. Ne? Also finde ich gut, also ganz kraftvoll. Toller Monat Mai, ne? Sehr viel Dynamik drin, ist natürlich auch mit der Natur. Es bricht jetzt wieder so auf, man geht mehr raus, vielleicht hast du auch mehr Kontakt oder es kommen mehr Themen raus, die vorher nicht waren, die vorher, sagen wir mal, in kühleren Jahreszeiten gar nicht auf dem Tisch lagen. Ja, sag, wenn der andere eine Fahrradtour machen will und du nicht, sprich's aus, ne? Sag, das passt mir nicht oder mir zu viel, zu lang. Ich mag lieber wandern oder was auch immer. Mach die Spielregeln klar, dass auch du gehört wirst und auch umgekehrt. Die Herausforderung im Monat Mai haben wir Ritter der Münzen als erstes und die 10 der Stäbe erneut, den Tod erneut und den König der Stäbe. Interessant. Sehr spannend. Sehr spannend. Also ich würde sagen, wir haben im Monat Mai als Herausforderung doch mit dem Ritter und dem König vielleicht so männliche Herausforderungen. Ja. Wäre auch klar, dass sich das vielleicht nochmal zeigt am Ende dann mit dem Herrscher. Aber ich würde sagen, der Ritter der Münzen, erfindet hier seine Berufung oder seine Freude in dem Hobeln dieses Holzes. Die Herausforderung, würde ich sagen, die Verantwortung zu übernehmen, was wir auch mit dem Karma hier haben als übergeordnetes Thema, für den Bereich, mit dem du dich jetzt beschäftigen möchtest. Er hat hier jetzt dieses Hobeln gewählt, das kann jetzt ein Hobby sein, kann natürlich auch dein Beruf sein, deine Berufung sein. Also finde einen Weg, die Verantwortung für deinen Erfolg zu übernehmen. Welchen Weg wählst du, der für dich sich erfolgreich anfühlt oder auch erfolgreich sein wird? Nimm dafür die Verantwortung, diesen Weg zu gehen. Und das könnte ein Hindernis sein, dass entweder dieses Verantwortung übernehmen für dich noch nicht machbar ist innerlich, könnte auch sein, dass dieses Äußere, ne, diesen Weg zu gehen, eine Herausforderung ist. Vielleicht ihn zu entdecken, vielleicht aber auch sich für ihn zu entscheiden, für diesen Weg. Das wäre möglich, dass das die Herausforderung ist, ne? Weil die Karte sagt, wenn du diese Entscheidung triffst, deiner Berufung zu folgen, nehmen wir es mal so, er will Schreiner werden,
Wenn du deiner Berufung folgen willst, ist vielleicht das Hindernis, das tatsächlich auszusprechen, weil das Einkommen vielleicht, wenn du vorher irgendwas gemacht hast, was das Zehnfache an Verdienst gebracht hat, schwierig, ist vielleicht herausfordernd. Vielleicht ist aber auch die Erwartung des Partners oder der Partnerin anders. Ja, und das vielleicht herausfordernd zu sagen, nee, ich biege jetzt doch linksrum ab und laufe nicht weiter geradeaus. Ja. Könnte aber auch herausfordernd sein, überhaupt zu spüren, was ist denn deine Berufung? Das wäre auch möglich. Ja, dass da du dann noch mal reingehst und ja, vielleicht da noch mal forscht. Auch das könnte herausfordernd sein für dich. Ja, vielleicht gab es bisher nur das eine oder das andere. Natürlich auch im Beziehungskontext. Ne? Wie wünschst du dir denn, dass der Umgang miteinander ist? Ja? Wie ist denn diese Vorstellung, wie fühlt sich das denn harmonisch an oder liebevoll an oder kraftvoll an oder unterstützend an? Ja? Ist es herausfordernd, das zu kommunizieren oder ist es herausfordernd, diesen Partner, diese Partnerin zu finden? Was ist da, was nicht stimmig ist? Was hindert dich an diesem herrlichen, wundervollen Einklang, den wir hier auf der Karte sehen? Und Herausforderung auch hier, ne, die 10 der Stäbe, könnte sein, dass du einfach definitiv zu viel machst. Zu hohe Erwartungen an dich hast, zu viel machst. Ne? Das kann sein, dass du wirklich alles machst. Beruf, Familie, Partnerschaft, doch Hobbys, vielleicht noch ehrenamtliche Sachen, Haus, was weiß ich, Garten, keine Ahnung, noch irgendwelche Projekte, die du übernimmst, ja, Verantwortung übernimmst für etwas, was nicht dir gehört, vielleicht noch irgendjemand pflegst oder noch die Betreuung von Hunden und Garten von Nachbarn. Auf jeden Fall, ne? Herausforderung, Nein zu sagen. Herausforderung, Dinge abzugeben. Herausforderung, auch für dich Stille, Einklang, Ruhe, Auszeit zu nehmen. Definitiv. Und auch Herausforderung, Dinge ihren Weg gehen zu lassen. Menschen, die sich vielleicht aus deinem Leben verabschieden, gehen zu lassen. Es kann sein, dass einfach, sagen wir, beruflich sie irgendwo anders hin müssen und du musst dich trennen. Kann aber auch sein, dass, sage ich mal, die Beziehung zwischen euch sich erledigt hat oder der andere Mensch eben eine andere Entscheidung getroffen hat, das zu respektieren, dass das zu Ende ist. Vielleicht auch zu akzeptieren, dass bestimmte Themen in dir ein Ende finden müssen. Das könnte auch herausfordernd sein, ne? Dass du merkst, so ist es an der Zeit, ich muss jetzt endlich das Thema Gesundheit angehen. Ist jetzt Schluss, dass ich immer so weitermache, mich überlaste, mir zu wenig Zeit oder zu wenig Nahrung oder zu viel zumute oder zu viel Nahrung zumute. Dass du auch in dir quasi Entscheidungen treffen musst, etwas jetzt abzuschließen, zu beenden. Und so schön die Karte, ne? Mit der Medaille, die zwei Seiten hat. Jeder Tod, jedes Ende beinhaltet gleichzeitig den Neuanfang, den Neubeginn. Und auch schön dargestellt im Zyklus der 4 Jahreszeiten hier mit der Stille, mit dem Tod an sich und dann mit dem Frühjahr, mit dem neuen Aufblühen, mit dem Heraustreten, mit dem in die Blüte gehen, in die Öffnung gehen, in das Erfüllen gehen und dann wieder loszulassen, wieder abzugeben und dann wieder in den Tod, in den Abschied, in die Stille zu tauchen. Auch das könnte herausfordernd sein. Wir mögen das oft nicht so, dieses Ende. Oft nicht so, dass wir das direkt hier in unser Leben rufen. Ja, bis uns der Moment tatsächlich vielleicht zwingt, weil wir es vielleicht körperlich nicht mehr schaffen oder auch finanziell nicht mehr stemmen können und wir gezwungen sind, die Firma aufzugeben. Ja, sorge da vielleicht davor und bringe Dinge vorher zu Ende, bevor sie eben an, dass du gezwungen wirst, ne? Sondern dass es die Herausforderung ist, das selbst zu initiieren und in die Wege zu leiten. Und am Schluss haben wir den König der Stäbe. Das könnte jetzt natürlich sein, dass dieser König der Stäbe jemand ist, der sehr stark deine Leidenschaft ausbremst, der sehr stark dich limitiert und ausbremst, ja, deckelt.
dass du diesem Menschen dich stellst. Das könnte eine große Herausforderung sein. Ja, die Könige der Stäbe, das sind Menschen, die sind sehr charismatisch. Die haben so eine richtig unglaubliche Führungsqualität. Die betreten einen Raum und da folgen die Menschen. Die haben Ideen, die begeistern. Dass du da dich dem entgegenstellst, wenn genau dieses Maß überschritten ist, weil deine, ja, weil es genau das eben beinhaltet, ja, dass du deine Grenzen nicht setzen kannst, dass du nicht klar sein kannst, dass es überhaupt nicht mehr vorwärts geht, dass alles quasi zurückgedrängt wird. Trau dich, das ist herausfordernd. Das kann sowohl in der Partnerschaft dein Gegenüber sein, deine Partnerin oder dein Partner, der es nicht erlaubt, dass du deine Begeisterung, deine Erfüllung bekommen kannst. Ne? Das ist ja große Forderungen hier stehen, Erwartungen. Kann natürlich aber auch ein Vorgesetzter, Kollege oder ähnliches sein. Vielleicht auch jemand, ein Kunde, jemand aus deinem beruflichen Feld, jemand, der dir die Aufträge gibt. Ja, sich damit wirklich mit diesen Qualitäten, die du da hier möglich machen kannst, dem entgegenzustellen. Denk dran, du bist verantwortlich für das, was du dir auch gefallen lässt. Für die anderen von euch ist natürlich der König der Stäbe diese Führungsqualität in dir, deine natürliche Kraft, Menschen zu begeistern von dem, was dir Freude bereitet. Vielleicht gibt es ein Schulprojekt oder auch in der Gemeinde ein Projekt, das du umsetzen möchtest. Dazu brauchst du Unterstützung. Vielleicht aber auch in der Partnerschaft, dass du etwas, vielleicht eine bestimmte Reise möchtest oder ein Zusammensein, eine Qualität von Zusammensein. Ja, und da ist es herausfordernd, dass du in diese quasi männliche Qualität gehst, dass du das ansprichst, dass du es vielleicht umsetzt oder durchsetzt. Also wirklich dieser König der Stäbe an diesem Ort des inneren Einklangs, dem dominierst du den anderen nicht, sondern du begeisterst ihn und erfreust ihn, weil du so kraftvolle, lebendige Pläne hast. Sei dir dessen bewusst, das ist eine Qualität in dir, die vielleicht vergraben ist. Und das ist herausfordernd, sie zu beleben und rauszuholen und sie vielleicht wirklich das erste Mal nach auszusprechen oder ja, dem Feuer zu geben. Die natürliche Führungsqualität in dir, dass die mal den ersten Schritt tut und nicht der Partner. Vielleicht bist du es gewohnt, dem Partner die Führung immer zu überlassen. Aber dieses Mal, vielleicht übernimmst du die Führung. Und ja, legst es so in den Raum, die Begeisterung und die Freude, etwas vielleicht mal anders zu tun. Die Lernaufgabe im Monat Mai, da haben wir die 10 der Münzen, die Liebenden, die Königin der Stäbe und der Teufel. Wow, wow. Okay, gut. Ah, Challenge angenommen. Wir sind ja immer noch im Karma, also das, was wir initiieren, was wir starten oder auch was wir nicht starten, all das, für all das tragen wir die Konsequenz. Und hier dürfen wir gerne mal schauen, die Lernaufgabe. Was ist hier am glücklichen Zusammensein mit, ja, in der Partnerschaft, in der Familie, im Freundeskreis, im Kollegium, in deiner Welt, mit dem Thema vielleicht auch Freundschaften. Was ist hier nicht möglich? Was hindert dich? Oder was für Hindernisse gibt es, dass ihr in dieser Harmonie seid? Wer oder welche Situationen müssen hier gelernt, also welche Lektion muss gelernt werden, damit diese Situation Realität wird? Ja, das sage ich mal, auch hier sind ja verschiedene Generationen hier drin, also auch diese, ja, dass das Zusammensein möglich ist, obwohl man so verschieden ist. Das ist die Lernaufgabe. Oder auch mit uns selbst, die Thematik mit uns selbst ist auch immer ein großes Thema, also Freundschaft mit uns selbst, die Anteile in uns, ja, weiblicher Anteil, männlicher Anteil, inneres Kind,
weise innere Führung, ja, der weise innere Lehrer. Was darf ich hier noch lernen, dass die Anteile alle gesehen werden und gelebt werden? Was habe ich noch nicht gelernt? Was hat noch nicht gegriffen? Vielleicht bist du nur in einem Anteil und alle anderen Anteile sind durchsichtig. Ja, also schau, was ist die Lernaufgabe? Was bringt diese innere Harmonie, diese inneren Anteile? Schau sie dir an zum Leben. Womit darfst du sie erfüllen? Was ist nicht in Freundschaft mit dir? Und die Liebenden als Lernaufgabe auch interessant. Ja. Auch die gleiche Frage wieder wie vorhin im Prinzip. Auch hier die Lernaufgabe in einer Beziehung, wo Liebe eine Rolle spielt. Auch im Kontext mit Familie, ne? Mit vielleicht eigenen Kindern oder mit den Eltern oder Partnerschaften, Freundschaften. Ne? Ist das wirklich auf Augenhöhe? Ist das eine von Herzen geführte Beziehung oder eben nicht? Was darf mir hier auch nochmal bewusst werden? Karma ist ja auch die Karte des Bewusstseins. Was darf ich hier dazulernen, damit es genau dazu kommt, zu dieser Verbindung, zu diesem ja, Einssein, wie ein Herz sein? Manchmal, was hält mich von einer wahren, ja, also diese Reinheit in der Liebe, ne? Dass dieses Zerstörerische, was manchmal in Beziehungen so agiert, ja, kann ich das sehen, kann ich das erkennen? Was ist die Aufgabe für mich hier drin? Was hier vielleicht eben zerstörerisch wirkt oder welcher Part ist nicht freundschaftlich. Ne? Ja, gibt es hier Themen auch, wo du mit dir nicht in Einklang, in Einheit bist, ne? In der wahren Verbindung. Oft sind es auch Themen, dass wir uns schuldig fühlen oder uns auch für bestimmte Entscheidungen, die wir getroffen haben oder Entscheidungen, die wir nicht getroffen haben, nicht vergeben können. Und da möchte ich wirklich nochmal die Karte des Karmas lädt ein. Vergebe dir das, weil du bist verantwortlich für die Konsequenzen, aber diese Last, diese Schuld oder dieses nicht mehr atmen können, weil du dich selbst in dieser Schuld vergräbst, die darfst du hier wirklich lernen, dass das ein Riesenunterschied ist. Das hat eine Qualität von einem bewussten Verantwortung übernehmen für Folgen, die vielleicht nicht aus dem liebevollen Ort heraus getroffen wurden, entschieden wurden, vielleicht auch im Umgang mit Menschen, die deine Liebe verdient haben oder deren Liebe du eigentlich verdient hast, dass du da nochmal ganz klar unterscheidest und wirklich lernst, zwischen Schuld und Verantwortung zu unterscheiden, die Schuld rauszugeben, loszulassen und die Verantwortung hier reinzunehmen, die gibt dir Kraft, die gibt dir die Möglichkeit zu lernen und zu integrieren, Dinge zu integrieren. Und auch hier mit der Königin der Stäbe, auch hier, die Lernaufgabe hier ist, ins Selbstvertrauen zu kommen, ins Selbstbewusstsein. Die Königin der Stäbe ist die Königin des Selbstbewusstseins. Und sich selbst klar sein, was tue ich hier und was habe ich nicht getan? Wo habe ich mich vernachlässigt? Wo habe ich nicht auf mich gehört? Wo habe ich mich vielleicht verraten? Ja, zum vermeintlichen Wohle der Beziehung oder um Stress zu vermeiden oder aus Angst. Auch hier ist die Lernaufgabe, dir selbst zu vertrauen, dir selbst sicher zu werden, dir selbst bewusst zu werden. Ganz wichtig, mit der Königin der Stäbe ist es ganz wichtig. Ja, hab den Mut, die Schritte zu gehen, die zu gehen sind. Hab den Mut, dein Licht leuchten zu lassen. Ja, hab den Mut zu strahlen. Lerne das. Lass dich nicht unterdrücken
oder ausbremsen. Lerne das, deine Lernaufgabe, dass du an den Ort des Leuchtens kommst. Und hier haben wir den Teufel als letzte schöne Lernaufgabe. Ja, die alten Geschichten vielleicht, alte Muster, vielleicht aber auch neue Ideen über dich, teuflische Ideen, vielleicht auch die Verführung, wieder in alte Muster reinzugehen, dich in Fesseln zu legen, statt in Freundschaft mit dir zu sein, dem Teufelchen auf deiner Schulter mehr Glauben zu schenken, als dir selbst, ne, als dem dir selbst zu vertrauen. Und schau, sie hält die Ketten in den Händen. Die Karte der Teufel ist das Symbol der Befreiung. Ja, du allein kannst deine Ketten lösen. Du allein bist verantwortlich, dass du diese Ketten um dich gelegt hast. Vielleicht gab es früher, in früheren Zeiten, aus deiner Kindheit, Menschen um dich herum, die vielleicht aus Sorge, aus Liebe, aus Angst, aus Unwissenheit dir Ketten umgelegt haben. Vielleicht mit dem besten Wissen oder mit dem besten Wollen für dich, was überhaupt nicht mehr dienlich ist, vielleicht noch nie dienlich war. Vielleicht aber auch aus einer Unfähigkeit dieser Menschen heraus, ne, dass sie das getan haben. Aber du bist jetzt erwachsen und du entscheidest, ob du das beibehalten willst. Und hier nochmal, du bist verantwortlich. Wenn du es beibehalten willst, ist deine Entscheidung. Das darfst du natürlich. Niemand möchte dich hier zwingen, etwas zu lösen, was du nicht bereit bist zu lösen. Das darfst du mitnehmen. Sei dir bewusst, und das ist die Karte Karma, dass du dafür die Verantwortung trägst, dass Dinge so genau so laufen und nicht weiter möglich sind, dass der Teufel in dir rumort und dich an Orte bringt, die vielleicht nicht wirklich das sind, wo du hin willst. Du trägst die Verantwortung für den Kiesel, den du in die Erde oder hier ins Wasser wirfst, die Wellen, die du schlägst. Du trägst die Verantwortung. Mach dir bewusst, dass du die Enden dieser Ketten in deinen Händen hältst und du sie lösen kannst. Am Ende steht die Karte für die Chance, etwas Neues zu tun, etwas sich aus diesen Verstrickungen, Verführungen, Manipulationen zu befreien. Schauen, was ist die im Verborgenen? Das können wir nicht sehen. Jawohl, die Kraft. Und das ist eine Kraft, die jetzt nichts mit der Kraft im Außen zu tun hat, sodass wir jetzt irgendwelche Dinge durchsägen können oder ähnliches, sondern das ist die Kraft, die in uns ist. In dem Moment, wo wir diese Freundschaft, diese Verbindung mit uns schaffen, wenn wir merken, all die Themen, was ich jetzt hier angesprochen habe, wenn wir das schaffen, etwas zu switchen, zu lösen, uns hineinzuentspannen, zu vertrauen, nach vorne zu gehen, aus diesen Verstrickungen die Ketten aufzubrechen, uns selbst zu fühlen, uns zu vertrauen, in Einheit zu gehen mit dem Menschen oder mit uns, ja, dann haben wir eine innere Stärke, eine Kraft, die aus dem tiefen Herzen kommt. Und ich sag mal, wenn du mit dir in guter Freundschaft bist, dann ist das auch ein Zeichen dieser Kraft. Ja, das hat eine Stärke, das hat eine Ausstrahlung, das hat einen Wert. Und die große Arkana, die Kraft. Oft ist es, dass wir vielleicht Entscheidungen treffen, dass wir neue Wege gehen, dass wir Dinge verändern. Und danach fühlen wir vielleicht erstmal, sind wir vielleicht erstmal überrascht oder geschockt oder vielleicht erstmal im Stillstand. Aber dann fühlt es sich wirklich in uns befreiend und kraftvoll und gelöst an. Und das, wie gesagt, ist im Verborgenen die Kraft, die in dir steckt. Du kannst das schaffen, du kannst auch auf diese Kraft zugreifen. Das ist auch Mut, diese Karte, sich den Ängsten zu stellen oder sich Menschen zu stellen, die in uns Ängste auslösen. Und sehr gerne nehmen wir hier eine Guidance-Karte, eine Führungskarte, die uns hier im Monat Mai nochmal einfach führen und begleiten darf. Was darf uns hier nochmal mit all diesen Themen, ne, dann ist doch die 2 und keine eindeutige, ne, hier ist sie, nochmal führen. Und da haben wir die Klarheit.
Ich erkenne klar, wohin mein Weg mich führt. Die Klarheit kommt von innen. Ja, sei dir einfach nochmal mit dir im Reinen, geh in dich. Manchmal ist es gut, Dinge zu Ende zu denken, aufzuschreiben oder auch mal zu sprechen. Manchmal ist es gut, in die Stille zu gehen und die Gedanken mal zu lösen, weil oft sind die vielleicht sehr eng gestrickt und können uns überhaupt nicht mehr in diese Klarheit hier, die diese Karte symbolisiert, hier reinführen. Also das könnte ein unterstützender Moment sein für dich im Mai. Und dann nehmen wir noch eine zweite Karte hier und fragen, was ist nochmal im Mai, was für ein Impuls darf uns hier gern nochmal führen aus dem einen oder anderen Ort, der vielleicht ja, schwierig ist für uns. Nehmt uns einen Impuls, bitte einen klaren Impuls. Und da haben wir die Honesty. Ja. Und das ist genau dieses Gefühl, was ich sagte mit dem in Freundschaft sein. Mit dir selbst, in der Partnerschaft, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinem Gegenüber, aber auch mit jeglichem Menschen, um den es hier geht. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Ja, da haben wir nochmal in dieser... Also natürlich hier, ne? Wenn wir die Ehrlichkeit haben, aber auch definitiv hier die Königin der Schwerter. Ne? Wenn wir so in dieser Freundschaft sind mit uns, dann haben wir Klarheit, dann haben wir Wahrheit, dann haben wir Ehrlichkeit. Vor allem, wenn wir in den Spiegel schauen, symbolisch, und ehrlich mit uns sind, dann haben wir die höchste und das größte Maß an Freundschaft, das wir je haben können. Dieses in Freundschaft sein ist die Ehrlichkeit des anderen gegenüber, der uns niemals belügt, niemals hintergeht. Gut, auch zu wissen, dass wir nicht immer das von dem anderen erwarten können. Aber ganz klar, wir können das uns selbst geben, wenn wir den Mut haben, ganz ehrlich die Dinge anzuschauen und vielleicht auch für uns auszusprechen. Ja, also ganz kraftvoll hier. Ich würde wirklich sagen, das ist auch die wahre, ne, diese Essenz der Freundschaft, würde ich sagen, ist der Honesty. Dieses tiefste, ehrliche Umgang miteinander. Ja, das ist so der Kern der Freundschaft. Wirklich der Ursprung, der Samen hier, den ich hier so wahrnehme. Ja, ich wünsche dir für diesen Monat Mai, wünsche ich dir diese Kraft, ja, diesen Mut, dieses Lösen, dieses Verantwortung übernehmen, aber auch das Klarsein und Bewusstsein, was du initiierst und was da passiert. Und wenn wir Wellen schlagen, ne, kommt natürlich auch das vom Außen zurück. Ich wünsche all das Klarheit und Ehrlichkeit für dich und natürlich auch alles Liebe und Gute für dich und deinen Weg. Ich danke dir sehr für dein Hiersein. Bis ganz bald. Namaste.